Dankeschön, Herr Vorsitzender. Liebe Freunde, ich kann Sie hier im schönen Hannover nur mit Sonne im Herzen begrüßen. Das schlechte Wetter draußen ist nicht für Sie bestimmt, sondern für diejenigen, die Sie hier draußen in den nächsten Stunden abtackern. Und da bin ich sicher, Sturm und Regen sind auch in Ihrem Sinne, denn wir haben hier schön warm und gemütlich. Kaffee gibt es da drüben, da draußen stürmt es und ist es kalt. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Ich wollte mich auch recht herzlich bei der Stadt Kassel bedanken. Wissen Sie, der hessische Kurfürst hat vor knapp 240 Jahren von Kassel aus 20.000 arme hessische Seelen nach Amerika in den Unabhängigkeitskrieg geschickt für eine fremde Sache. Dort mussten sie auf den Schlachtfeldern liegen und sterben. Das feine und ehrwürdige Königshaus Hannover hat das anders gemacht. Wir haben gleich unsere Könige nach England geschickt und herausgekommen ist ein Land of Hope and Glory. Hope and Glory wünsche ich auch der AfD und uns in den kommenden Monaten. Und wenn ich noch mal rausgucken darf, dann wünsche ich da draußen Tragedy, Tragedy and Fear. Ich sage das ganz bewusst, auch wenn es scherzhaft klingt, meine Damen und Herren, weil es eine Blamage ist für diese Gesellschaft, eine Blamage für dieses Land und eine Unverfrorenheit der etablierten Parteien, sich häufig eines Mobs der Straße zu bedienen, der kein anderes Wort verdient als das. Kriminelle, die im Dienste der etablierten Parteien versuchen, uns als neue, als Konkurrenzpartei das Leben schwer zu machen. Für ein Armutszeugnis für CDU, SPD, FDP, die könnte ich kaum schon noch erwähnen, die Grünen und die Linken, wenn man mit solchen Leuten paktiert, gegenüber einer Partei, die übrigens inzwischen als einzige in der Bundesrepublik Deutschland die Durchsetzung von zwei schlichten, aber wichtigen Punkten einfordert und für sie kämpft: die Einhaltung von Recht, Gesetz und Verträgen. Sich den Restaurant-, Gaststätten- und Hotelbesitzern an sich nur eine Sache haben. Packen Sie auf Ihr Anmeldeformular noch eine extra Rubrik hinten dran, nämlich politische Parteizugehörigkeit und Gesinnung. Die Erkenntnisse, die Sie da sammeln, geben Sie gleich als Innenministerium, nein, nicht in Hannover, nach Berlin. Das gab es da schon mal bis vor 25 Jahren und das wollen wir nicht mehr. Zu schade, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir ja in den vergangenen Wochen in der Herbstoffensive und allen Mitstreitern von ihm sei dafür herzlich gedankt, denn die ist hervorragend gelaufen. Alles, was ich aus den unterschiedlichen Ländern gehört habe, waren gute Ergebnisse und wir sind bei den Bürgern angekommen. Deshalb, weil es doch die Bürger selbst inzwischen bedrängt. Sie glauben doch die Märchen aus Berlin und die verlogenen Geschichten nicht mehr, dass alles nach Recht und Gesetz und vor allen Dingen einfach und so praktikabel zugeht. Sie glauben es doch nicht mehr. Und weil das so ist, bin ich der Meinung, und ich habe das immer wieder in den vergangenen Wochen wiederholt, dass wir auch Lösungen anbieten müssen. Ich gebe ehrlich zu, mir ist es oft zu kurz gesprungen, wenn wir über Grenzsicherung nachdenken, über Zäune gar oder andere Einsätze. Ich glaube, dass man viel früher einsetzen muss, viel früher versuchen muss, Migrationsströme gar nicht erst entstehen zu lassen.
und erlauben Sie mir, 4 kurze Punkte dazu anzumerken, die vielleicht später in die Diskussion eingebracht werden können, weil ich sie für wichtig halte. Ich glaube, Deutschland sollte die Vereinten Nationen und die Europäische Union drängen, die Finanzmittel für die UNHCR, also die Flüchtlingshilfe, die Weltgesundheitsorganisation und das World Food Programm zu erhöhen, damit gleich an den Ort der Lager geholfen werden kann. Ich bin auch der Meinung, dass wir unsere Marineeinheiten der NATO, der EU und auch der Frontex-Gruppe der Europäischen Union nicht vor Lampedusa einsetzen sollen, vor der nordafrikanischen Küste in Höhe der 12-Meilen-Zone. Und ich meine das so, denn dort können die Flüchtlingsboote abgefangen und zurückgeschickt werden. Das ist auch gut so, denn dann ertrinken und sterben keine Menschen mehr im Mittelmeer. Und das ist doch wohl das Wichtigste. Des Weiteren kann man sich überlegen, ob die NATO-Staaten die westliche Welt mit einem UN-Mandat Schutzzonen in Syrien und Irak einrichtet. Dafür sollte man dort auch Soldaten hinschicken, die nichts anderes zu tun haben, als diese Schutzzonen abzusichern. Und innerhalb dieser Zonen sind die entsprechenden Unterkünfte, sanitären Einrichtungen etc. zu gewährleisten, damit die Menschen erstmal in Sicherheit sind und versorgt sind. Der Vorschlag, meine Damen und Herren, ist etwas provokant, aber er kam mir, nachdem ich aus den verschiedenen anderen europäischen Ländern gehört habe, warum wir eigentlich Soldaten aus Deutschland, Frankreich, Polen, der Slowakei, Spanien oder Italien in den Nahen Osten schicken sollen. Als erstes, und Sie wissen das, habe ich immer dafür votiert, sollen diejenigen das in Ordnung bringen, die den Schaden angerichtet haben, sind die Vereinigten Staaten Amerika. Dafür braucht es aber auch Männer, die bereit sind, für etwas zu kämpfen, was wir in Deutschland mit Gewissheit machen würden, nämlich für unser Vaterland die Waffe zu erheben. Und deswegen ein etwas ungewöhnlicher Vorschlag, aber durchaus überlebenswert, ob wir nicht für alle 18- bis 45-jährigen männlichen Iraker und Syrer die allgemeine Wehrpflicht einführen und die zum Kampf in ihrem eigenen Vaterland auffordern und unterstützen. Somit sollte auch unser politischer Gegner sehen, meine Damen und Herren, dass wir nicht nur kritisieren, dass wir nicht nur demonstrieren, sondern dass wir Lösungsansätze anbieten, die zu diskutieren sind. Und in einer solchen Situation, wo einige nicht zu Unrecht sagen, dass sich dieses Land in einer Staatskrise befindet, ist es doch oberste Pflicht eines jeden, der politisch handelt und denkt, Besonnenheit, die schwierigen Probleme dieser Zeit annehmen und dass wir uns miteinander auseinandersetzen, dass wir uns politisch streiten, aber das immer so, wie es unter demokratischen Parteien wichtig und notwendig ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich habe es inzwischen satt. Ich habe es satt, permanent und ununterbrochen an eine braune Vergangenheit erinnert zu werden. Da gibt es noch ein paar Durchgeknallte in Deutschland, ja, die sind aber minimal. Mit den Lösungen des Dritten Reiches lässt sich weder die Zukunft Deutschlands noch Europas noch der Welt lösen. Wir sollten Adolf Hitler endlich in den Ordnung der Geschichte schicken, da wo er hingehört. Wir haben andere Probleme. Und ich glaube, wir alle sind das, unsere Hand darzureichen, allen politischen Parteien zum Dialog und zur Auseinandersetzung. Aber wenn uns diese Hand immer wieder ausgeschlagen wird, wenn sie uns immer wieder abgeschlagen wird, wenn wir aktiv werden wollen in den Städten, in den Gemeinden, dann glaube ich, ist es manchmal Zeit, auch die linke Hand zu heben. Und dann müssen wir kämpfen für die Sache, für die wir uns einsetzen wollen. Und das soll der politische Gegner auch wissen. Dazu sind wir bereit, dazu sind wir hier. Glück auf in Hannover.